Ich begrüße euch ganz herzlich. Schön zu sehen, wie viele Menschen hier zusammengekommen sind. Die meisten von euch wissen eben, was in Nürnberg am 31. Mai 2017 passiert ist. 300 Menschen haben nicht nur geredet, diskutiert und gefordert, sondern sind praktisch geworden. Sie haben versucht, die Abschiebung des Berufsschülers Asif in das Kriegsgebiet Afghanistan zu verhindern. Dabei haben sie unmittelbar erfahren müssen, was es schon heute bedeutet, die Politik des bayerischen Innenministeriums aktiv in Frage zu stellen. Die Polizei setzte Knüppel, Pfefferspray und Hunde gegen sie ein. Mit brutaler Härte und ohne Rücksicht auf Verluste führten sie ihren Auftrag aus. Da gab es noch kein Polizeiaufgabengesetz. Wir haben im Nachhinein erleben müssen, was es heute schon bedeutet, sich der menschenverachtenden Abschiebepraxis dieses Staates in den Weg zu stellen. Kriminalisierung, Anklagen, Öffentlichkeitsfahndung, Aufrufe zur Denunziation, Staatsschutzschnüffler, Diffamierung durch den Verfassungsschutz. All das tun das bayerische Innenministerium, seine Polizei und Geheimdienste bereits heute. Weite Teile der Justiz lassen sich schon heute zum verlängerten Arm dieser Politik machen. Sie winken Anklagen durch, sie stecken Leute monatelang in Untersuchungshaft, sie unterschreiben, ohne mit der Wimper zu zucken, für lächerliche Öffentlichkeitsfahndungen. Gleichzeitig stellen sie die Ermittlungen gegen schlagende Polizeibeamte allesamt ein. Ich frage euch an dieser Stelle, was wäre gewesen, wenn die Abschiebeblockade nach Einführung des neuen Polizeiaufgabengesetzes geschehen wäre? Wir alle heute hier stehen wir an diesem Platz, weil wir im bayerischen Polizeiaufgabengesetz genau das sehen, was es ist. Ein Gesetz, das Angst schaffen soll, ein Gesetz, das abschrecken soll. Mit diesem Gesetz will sich der Staat gegen uns rüsten. Am Montag bereits geht der Prozess gegen all den Angeklagten weiter, der sich am 31. Mai ebenfalls mit Asif solidarisiert hat. Ihm wird vorgeworfen, sein Fahrrad ruckartig geschoben zu haben. Angeklagt ist er deswegen, wegen tätlichen Widerstands, versuchter Gefangenenbefreiung und Widerstand gegen Staatsgewalt. Verletzt wurde dabei niemand, zumindest kein Polizist. Der Angeklagte selbst verließ den Berliner Platz an jenem Tag mit einer Platzwunde am Kopf und Prellungen am Körper. Ermittlungen gegen die Polizei, Fehlanzeige, allesamt eingestellt. Die CSU lobte den Einsatz schon damals als vorbildlich. Und ja, es ist in Bayern die CSU, die keinen Widerstand gegen ihre Herrschaft dulden will, die ein Gesetz vorantreibt, das Befugnisse schafft, die es seit 1945 nicht mehr gegeben hat. Und ja, es ist dieselbe CSU, die mit dem Psychiatriegesetz weitere Instrumente zur totalen Überwachung und Kontrolle schaffen will. Aber auf Bundesebene war es die Sozialdemokratie in Person von Heiko Maas, die den unsäglichen Gummiparagraphen 114 auf den Weg gebracht hat. Selbst der Deutsche Richterbund kritisiert dieses Gesetz scharf. Amnesty International erachtet es sogar als gefährlich, weil es Opfer von Polizeigewalt noch mehr abschrecken wird. Musste man schon automatisch mit einer Gegenanzeige wegen Widerstand rechnen, wenn man einen Polizisten anzeigt, drohen jetzt auch noch 3 Monate Haft. Denjenigen, die jetzt mehr Polizei fordern, denen sei gesagt, ihr fordert mehr Personal, damit dieser Staat weiter gegen uns aufrüsten kann. Diese Logik ist gesetzt.
Und sie wird sich auch nicht verkehren, selbst wenn wir es schaffen würden, das Polizeiaufgabengesetz zu verhindern. Heute trifft es ein paar wenige, aber was ist morgen? Seien es die Paragraphen 113, 114, sei es das Polizeiaufgabengesetz, sei es das Psychiatriegesetz, der Staat rüstet auf, und zwar gegen uns alle. Gegen alle, die mutig und entschlossen sind, gegen die Ungerechtigkeiten des kapitalistischen Alltags solidarisch zusammenzustehen. Gegen alle, die nicht einfach zusehen, wenn einer unserer Freunde abgeschoben wird, und zwar egal wohin. Er rüstet auf gegen alle, die nicht einfach zusehen, wenn ihr Nachbar aus der Wohnung geworfen wird, weil er die horrende Miete nicht mehr bezahlen kann. Gegen alle, die nicht einfach zusehen wollen, wenn Kolleginnen gekündigt werden, um Profite zu erhöhen. Gegen alle, die nicht einfach zusehen wollen, wie sämtliche Parteien immer mehr nach rechts rücken, um Gesetze wie dieses, gegen das wir hier und heute stehen, durchzupeitschen. Mit uns. Wir sind alle nicht integrierbar. Nehmen wir uns ein Vorbild an den Aktivistinnen des 31. Mai. Lasst uns rebellisch, widerständig, mutig und entschlossen gegen all die menschenverachtende Scheiße vorgehen, die gerade passiert. Solidarität ist kein Verbrechen. Und noch zu guter Letzt, kommt alle bitte zur Kundgebung nächsten Montag, den 23. um 14 Uhr. Um 15 Uhr findet dann der weitere Prozesstag gegen den jetzigen Angeklagten statt. Es wird jetzt, das werdet ihr jetzt nicht so mitbekommen alle, eine Spendendose von uns rumgehen, weil diese Prozesse einen Arsch voll Geld kosten. Seid nicht geizig, werft Kohle rein, spendet fleißig, kommt zum Prozess. Seid solidarisch. Viel Erfolg uns allen. PAG stoppen.